die Form einer Hutart und zum Waschen gebraucht. Von dort Südwest, bis du stehst, umgeben von Farren. Nach Süden du gehst, bis zum Element des Anfangs. Nordost ist die Richtung, bis zum harten Ziel. Okay, das ist also so eine Art Rätsel. Ich werde mir hier mal... Es hat geklappt. ...euch genehmigen. Fantastisch. Ich habe ja so viel mitgenommen und daher bin ich ein bisschen voll. Es hat geklappt. Da sind verdammt nochmal keine Feuersteine drin. Hätte doch gesagt, eine scheiß Kiste. Das ist aber keine Kiste, das ist eine Hütte. Jetzt sag nicht, er hat auch Hütte gesagt. Pass auf, erstmal versuchen wir es mit der Fackel. Das interessiert mich nicht mehr, ob das jetzt geht. Erstmal hier den scheiße Willi nicht, du bist ein Arsch. So, jetzt habe ich es ihm gegeben. Oh nein, ich habe es wieder abgemacht. Ich hoffe, das hat jetzt keine weitreichenden Folgen. Am Ende ist so, die Mission wird abgebrochen. Nein, geht tatsächlich nicht. Ich muss die in die Hand nehmen. Kann man hier eigentlich durchfallen? Anscheinend nicht. Super. 3 von 6 Fackeln angezündet. Wie erfreulich. Wobei, ich frage mich ehrlich, kann ich die auch so anzünden? Nee, kann ich nicht. Ich frag mich ehrlich gesagt, ob ich das Rätsel vorher lösen... Oh, fick dich. Was so ein verkacktes Krallen, Alter. Du kannst mir mal dick die Kimme lecken, Alter. Stirb. Penner. Nicht noch eins. Kein Bock auf euch. Ihr tut mir weh. Scheiße. Nee, damit. Die sind nicht ohne. Also jetzt, wenn man die einzeln kriegt, dann geht das. Aber die 3 auf einmal, ich fand die jetzt gar nicht. Ich meine, die haben ja auch wohl ein bisschen Schaden gemacht. Gut, mit einer Machete wäre das wahrscheinlich null Problemo gewesen. Aber ehrlich gesagt wusste ich auch gar nicht mehr so genau, fantastisch, dass ich da so viel kämpfen musste. Ah, jetzt habe ich alle Fackeln angezündet. Jetzt natürlich die Frage. Nein, so nicht. Ich wollte es auch nicht essen, sondern in die Hand nehmen. Ich sollte jetzt eine verdammte Hutform. Irgendwas war im Wrack, das glaube ich. Ah, ein Heiltrank. Oh nein, nein, nein. Nein, nein. Die vergiften einen nämlich. Ist das Wein? Oh ja, komm, saufen wir uns erstmal. Hast du noch 2 Wein schon getrunken? Der ist nach 2 Flaschen Wein nicht betrunken. Was hat denn der bitte für eine Trinkfestigkeit? Ist ja der Hammer. 2 Flaschen Wein für die... Oh, finde ich schon stark, muss ich sagen. Aber da wäre ich absolut nicht bei. 2 Flaschen Wein? Nee, nee, nee. Oh, der hat ja auch ohne eine Heilkräuter rumstehen. Falls ich, wenn ich von dieser Insel mitkomme, dann nochmal meine Sachen mitnehmen kann, ist das ganz geil eigentlich. Baller ich mich mal hiermit noch voll. Alles, was geht. Und zwar. Karte. Ich gucke sie mir nochmal an. Also, ich gucke mal, was da steht. Nee, nee, das so steht das da nicht. Moment. Wo finde ich das? X. Nein, C. V, genau. V war das. Die Form einer Hutart und zum Waschen gebraucht. Das ist mein Anhaltspunkt, den muss ich finden. Brunnen, vielleicht zum Waschen gebraucht. Form einer Hutart, vielleicht Zylinder. Ich probier's. Gut. V. Von dort Südwest bis du stehst, umgeben von Farren. Südwest, in die Richtung. Stehe ich hier schon umgeben von Fahren? Ich weiß nicht, ob das als Fahren zählt. Geil. Gucken wir. Probieren wir aus. Haben wir mehrere Versuche, ist ja egal. Nach Süden bis zum Element des Anfangs. Ich habe leider ehrlich gesagt keine Ahnung, was das Element des Anfangs ist.
Also Wasserstoff. Aber ich glaube nicht, dass es gemeint ist. Also, ich hoffe einfach, es ist Wasser. Oh, Luca, das muss man doch wissen, was das Element des Anfangs ist. Nein, muss man nicht. Nordost ist die Richtung bis zum harten Ziel. Nordost, wir laufen direkt auf den Stein zu. Ich probier's einfach mal. Ich bin so cool. Ich habe den Schatz gefunden, eine Uhr und ein Goldnugget. Geil. Eine Uhr? Hammer krass. Angucken. In der Hand nehmen. Angucken. 19.40 Uhr. 19.45 Uhr. 19.47 Uhr. Oh, das ist so cool. Zeit vergeht nur etwas sehr schnell. So, das davon erzähle ich dem aber nichts, dem Penner. Obwohl, eigentlich habe ich schon genug schadet. Ich habe nicht mehr genug Platz. Ist egal, lass ihn jeder. Schön warm und hell. Ho, ho. Ach, sorry. Schön warm und hell. Ho, ho. Hervorragend. Mal sehen, was du. Ach ja, du willst hier weg, nicht wahr? Es gibt zwei Wege. Entweder du hilfst mir wie wieder Aufbau des Leuchtturms, oder wir machen mein Schiff wieder flott. Du darfst entscheiden. Für den Turm brauche ich 30 Steine. Für das Schiff 15 Baumstämme. Hol das Werkzeug und liefer es. Hol das Zeug und liefer es bei mir ab. Danach sehen wir weiter. Ich werde auf jeden Fall die 30 Steine nehmen. Ich halte das für weitaus einfacher zu. Scheiße. Bevor wir 30 Steine holen, holen wir erstmal Wasser. Ach so, Moment. Das ist zwar effektiv gegen die, aber das hilft dir nicht zusammen. Sammeln geht, glaube ich, mit Händen besser. Super, Luca. Ungehalten. Nicht genug Platz. Wie, nicht genug Platz für Blätter? Och, komm schon. Penner. Das ist wieder typisch ich. Kurzschlussreaktion hier, das zünde ich an. Und jetzt stehe ich hier. Hab keinen Stein. Scheiße, esse ich erstmal ein Brot. Hier. Om nom nom, habe ich hier ein bisschen Platz. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich keinen Platz für Stein haben. Ich habe nicht mehr genug Natürlich Platz. Nicht. Das schmeiße ich weg. Naja, muss ja nur kurzfristig sein. Dann schmeiße ich mal. Nein, das Gift ist eigentlich leicht genug. Das Fleisch ist schwer. Das kann ich nicht mehr tragen. Fleisch ist sowieso nicht so cool. Hier. Komm. Machen wir das so. 30. Oh, verdammt. Na, komm her. Ja, super. Und ihr wisst schon, warum. Ich habe es... Also, wenn ihr die Folgen gesehen habt, von ich ausgehe, wenn ihr jetzt hier... Also, wenn ihr das hier jetzt noch seht, dann gehe ich davon aus, dass ihr die vorher auch gesehen habt. Jetzt könnt ihr mir nicht vorstellen, warum ihr euch das anguckt. Man kann das auf brennende Sachen werfen und damit löschen. Das bedeutet, dass das Lager nicht abfackelt und das wiederum bedeutet, dass ich hier Scheiß deponieren kann. Nein! Flieg nicht, bleib hier. Ich habe einen Schmetterling freigelassen. Das war so nicht geplant. Ich habe aber 31 Kilo frei. Ah, ich habe aber mein Dingens nicht mehr. Dann lege ich zumindest dich da noch. Lege ich zumindest dich da noch rein. Und euch. Aber nee, Moment, das müsste trotzdem reichen, weil einen Stein habe ich ja schon. Also habe ich jetzt das Ding. Und hole mir 30 Steine. So, das hat jetzt ein bisschen stupides Geklopper auf dem Stein, aber hey, was soll's. Ich habe zum Glück die Spitzhacke mitgenommen. Und das war noch die, die ich eigentlich nicht mitnehmen wollte, weil ich dachte, ist nicht so wichtig. Und ich hatte es dann gedacht, aber falls wir hier hinkommen, dachte ich, kann man Eisen damit rausschlagen. Übrigens, wie ich das gesagt habe, die erste Insel kannte ich noch. Aber davon hier wusste ich gar nichts mehr.
finde es auch schön, wie die hier umfallen, als ob man sie gefällt hätte. Okay. Dann versuche ich dem schon mal einen Teil zu geben. Ich dachte, wir hätten genug Platz. Aber dann war das wohl das Lager, was ich im Blick hatte mit 31 Kilo frei. Super, hat er mir die Steine abgenommen? Oh, sehr erfreulich. Scheiße, brauche ich, ne? Ja, brauche ich. 5, muss jetzt bei 5 sein? Ne, 6 schon. Na, komm. 7, 8, 9, 10. Nein, zu viel. Bin nicht mal an, er verdient der Penner. So nervig, dass man mit dem Aufnehmen Kopfhörer tragen muss. Irgendwann nervt das so. Hoppala! Du hast mir genug Steine gebracht. Ich glaub's ja nicht. Du hast dir eine Pause verdient. Morgen früh geht's weiter. Was morgen früh? Du Penner. Schlaf ich aber dafür in deiner Hütte, du Arsch. So. Hinsetzen. Oh, er ist weg. Habe ich noch gar nicht gesehen. Er ist weg. Einfach weg. Während ich geschlafen habe, ist er in seinen Geister-U-Boot gehüpft und abgehauen. Der Kerl hat mich einfach ausgenutzt. Aber Moment. Da vorne auf dem Steg hat er mir offensichtlich eine Botschaft hinterlassen. Die sollte ich mir mal angucken. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was ein Penner. Und er arbeitet sein ganzes Gold hier gelassen. Glaube ich nicht, dass der nicht wiederkommen will. Wird wahrscheinlich auch auf der Botschaft stehen. Hä? Ein Fleisch? Ich habe hier 5 hingeworfen, verdammt. Na toll. Oh, knack. Oh, der Steg klingt nicht gut. Alles kaputt. Wow, Hilfe! Ich greife nach der Botschaft und plötzlich vernehme ich ein lautes Knacken unter mir. Der Steg gibt nach und die Nachricht fällt herab ins mit Haifischen verseuchte Wasser. Und ich direkt hinterher. Jetzt heißt es schleunigst die Nachricht schnappen und nichts wie raus aus dem Wasser, sonst kann ich die Sachen mit, kann ich die Sache mit dem Überleben vergessen. Oh oh. Tatsächlich. Hai. Den Hai töte ich. Ich will die Kiste haben. Ja, jetzt stehe ich hier ein bisschen blöd da, das ist wohl wahr. Aber egal. Ich hole mir noch ein paar Steine. Habe ich noch einen? Ich hab nicht mehr. Der hat mir alle Steine abgenommen, obwohl ich mir einen zu viel gegeben habe. Penner. Den Seetang kann ich, glaube ich, aufheben. Ist doch Seetang, oder? Ja. Was übrigens passiert, wenn man hier trinkt? Ja, Salzwasser macht einen natürlich noch durstiger. Kennt man ja. Aber wurde im Spiel auch noch gedacht. Falls die Leute sich schon beschwert haben, warum ich bis zur Quelle gehe, wenn noch das Meer direkt nebenan ist. Hab ich alles bedacht. Es gibt ein Riesenproblem, fällt mir gerade auf. Auf dieser Insel gibt es keinerlei Holz. Außer, wenn ich die Bäume fälle. Die Palmen kann ich ja fällen und dann daraus... Egal. Ich habe, glaube ich, Holz in dem Lager. Und wahrscheinlich, wenn ich darauf einkloppen würde, würde ich davon auch Holz bekommen. Hiervon vielleicht sogar. Also, Äste meine ich mit Holz. Da. Sollte genügen. Habe ich 4 Speere. Das geht nicht. Gut, falls das nicht genügt, nehme ich noch meine Sense mit. Die kann ich dann ja auch noch schwingen. Super, Speere in die Hand. Oh, vielleicht sollte ich noch was essen vorher. Hab aber nichts Vernünftiges mehr mit. Also hole ich mir noch was zu essen. 21 Brote, einfach mitnehmen. Omnomnom. Noch ein bisschen Durst wegmachen. Einfach weil ich es kann. Das ist halt das Nette an einem Brunnen. Man kann halt direkt in seiner Lagerstelle trinken haben. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob Speere unter Wasser funktionieren. Ah!
Ist tot, oder? Jawohl. Hat mir aber auch ordentlich zugesetzt, wenn ich ehrlich bin. Nachricht. Der Pirat hat... Ach so, das ist die Nachricht. Der Pirat hat Folgendes geschrieben. Ich bin weg, du Idiot. Danke für das ganze Zeugs. Das kann ich echt gut gebrauchen. Wenn du hier ebenfalls weg willst, musst du nur die Steine bei den Ruinen benutzen. Einer ist mit einem Teleportationszauber beleckt. Er bringt dich zu einem Freund. Freund großgeschrieben, warum auch immer. PS, traue niemals einem Piraten. Ho, ho, ho. Meine Meinung dazu? Ich bin wirklich dumm. Aber wenigstens habe ich eine bessere Rechtschreibung als der Typ. Glück gehabt. Mal gucken, ob die Sache mit den Steinen stimmt. Bei mir kribbelt es schon überall. So aufregend ist das hier gerade. Ja, das heißt wieder vollpacken und durch die Teleportationssteine. Und vorher sich hochheilen. Hochheilen würde ich mit Essen machen lieber, weil heil... Ja, obwohl, da kann ich mir auch mal einen Heiltrank nehmen. Moment. Axt brauche ich nicht zwangsläufig. Eisen brauche ich erst recht nicht zwangsläufig. Nicht genug Platz. Ah, selbst dafür habe ich nicht mehr genug Platz. Die nehme ich noch mit. Garantiert. Die Angel ist sehr praktisch. Kein Platz mehr. Das brauche ich auf keinen Fall. Das kann ich nicht mehr tragen. Dann lege ich davon mal ein paar weg. Die Angel möchte ich nämlich mitnehmen. Und dich möchte ich auch mitnehmen, falls ich die Schmetterlinge finde. Das Gift wäre eigentlich auch ein... Mit dem Gift kann man Giftpfeile machen, deswegen überlege ich. Ja, mache ich aber nicht erstmal. Die starken Heilkräuter möchte ich mitnehmen. Die schwachen eigentlich auch. Ah, die schwachen habe ich noch. Die Federn wiegen nicht viel, möchte ich aber mitnehmen. Dann noch die... Ja, die Fische und jetzt bin ich ja voll. Ach so, jetzt wollte ich noch essen. Esse ich euch. Bin ich voll geheilt. Kann ich davon noch einen mitnehmen und davon noch einen? Nicht genug Platz. Soll wohl reichen. Na, vielleicht noch ein paar Kekse. Die wiegen ja noch weniger. 7 Kekse tatsächlich. Und 7 Kekse ist schon eine ganze Menge eigentlich. Ja, und wie soll ich die benutzen? Was, hier sind das für Steine? Hallo. Sag mir, wie ihr funktioniert. Oh. Ich glaube, das war's. Beim Versuch, den... Merkwürdiger Teleportierstein. Beim Versuch, den Stein zu bewegen, mich... Beim Versuch, den Stein zu bewegen, mich zu teleportieren, vernehme ich Blitz und Donner. Beim genaueren Hinsehen entdecke ich eine Inschrift, welche wichtige Fakten enthüllt, die der blöde Pirat mir wohl verschwiegen hat. Dieser edle Teleportationsstein... 2050 XL der Marke Neptun benötigt Kraft aus dem Wasser, um Langstreckenteleportationen vornehmen zu können. Bitte platzieren Sie 25 Kinder des Meeres bei dem Stein, bevor Sie ihn benutzen. Bei Problemen erreichen Sie uns unseren technischen Kundendienst unter der Nummer 0190 und der Rest ist leider nicht mehr lesbar. Hm. Kinder des Meeres. Toll. Seetang ist Kinder des Meeres, auf jeden Fall. Jetzt habe ich natürlich wieder nichts mehr frei. Schmeiße ich erstmal die Kackbrote. Ne, die Brote. Ja, toll. Die Brote schmeiße ich nämlich hier hin. Kann ja auch alle wegschmeißen. So. Und hier. Lege ich dich dann dahin. Dich kann ich, glaube ich, nicht als Kind des Meeres verpacken. Kaufen, weil du bekommst ja nur, von dir bekomme ich nur Fleisch. Aber euch alle. Locker. Eine Flaschenpost. Hallo. www.unrealsoftware.de ist super. Gehabt euch wohl. Ja, unrealsoftware.de ist super. Keine Ahnung. Habe ich, glaube ich, noch nicht mal in der Beschreibung gehabt bis jetzt.
Weiß ich auch nicht, ob ich das weiterhin tun werde. Ich habe nur ein Forum. Nee, kein Forum, sondern eine Seite von dem Spiel. Also von dem hier und Stranded 1. Aber Unreal Software, habe ich ja geschrieben, ist Entwickler. Darum könnt ihr euch mal angucken. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was die sonst noch für coole oder nicht coole Spiele gemacht haben. Gar keine Ahnung von. Ja, ist auch gut jetzt. Das Boot ist natürlich wunderschön. Vor allem auch, weil es so dick ist. Es ist kein Wunder, dass es kaputt geht. Ich geh's mal an. Scheuerter Pirat. So, aufpassen, dass der Skorpion nicht auf mich losgeht. Der kann mich nämlich vergiften. Oh, das wusste ich nicht. Vielen Dank. Scheiß ich drauf. Das wusste ich nicht, dass das hier Seetang ist. Kann ich vielleicht mit der Hand besser? Das scheint so. Oh ja, dann sollte ich das schnell hinkriegen. Wenn denn Seetang ein Kind des Meeres ist. Ich bin mir nicht ganz sicher darüber. Allerdings hoffe ich einfach mal. Wird schon, wird schon. So. Oh. Oh, dämlich. Ja, egal. Das passiert übrigens, wenn man außerhalb von Unterkünften schläft. Ich probiere es jetzt aus. Leg das alles dahin. Und dann sehen wir ja, ob es ein Kind des Meeres ist. Das Seetang. Oder der Seetang? Ich glaube, das Seetang. Obwohl, könnte ich mir beides gut vorstellen. Ich weiß es nicht genau. Was war der Teleportationsstein? Der hier. Super, das andere Seetang-Dingens ist auch weg. Alle 23 bitte. Und die 5. Und die 5 auch einfach. So. Und ob ihr richtig, wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Oder sowas. Nein, auf jeden Fall. Ob wir das hier jetzt richtig gemacht haben, ob der Seetang als Kind des Meeres zählt, seht ihr in der nächsten Folge bei Let's Play Freeware Stranded 2 mit mir, dem Luca. Bis dann.